Kurz informiert bei Heise Online mit Isabel Grünewald. Bessere Reparierbarkeit, Zugang zu Ersatzteilen und längerfristige Updates gehören zu den Forderungen, die der Runde Tisch Reparatur der Bundesregierung mitgeben will. Diese hatte sich im Koalitionsvertrag auf ein Recht auf Reparatur geeinigt. Wie das umgesetzt werden soll, ist allerdings noch nicht klar. Im Bereich Software sollten Sicherheitsupdates für 10 Jahre statt der üblichen Nutzungszeit angestrebt werden und nach Supportende die Programme unter Open-Source-Lizenz freigegeben werden, fordert der Runde Tisch Reparatur. Das softwareseitige Verhindern von Reparatur sollte untersagt werden. Mit einem EU-weiten Reparaturindex und stärkeren Kontrollen von digitalen Online-Marktplätzen soll schließlich nachhaltiger und fairer Wettbewerb gestärkt werden, fordert das Bündnis. Vor den Beratungen der Ampelkoalition über Schritte gegen die hohen Energiepreise kommt von den Grünen Widerstand gegen eine mögliche Erhöhung der Pendlerpauschale. Die Pendlerpauschale ist schon jetzt eine umweltschädliche Subvention, sagte der haushaltspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Sven-Christian Kindler, der Augsburger Allgemein. Eine Erhöhung der Pendlerpauschale wäre sozial ungerecht und ökonomisch und ökologisch kontraproduktiv. In ein tragfähiges Paket gehörten der Sofortzuschlag für Kinder aus armen Familien, eine gerechte Verteilung des CO2-Preises zwischen Vermietern und Mietern bei den Heizkosten und eine Einmalzahlung für Menschen in der Grundsicherung, sagte der Grünpolitiker. Copyright-geschützte Werke müssen von Menschen oder mit deren Zutun erzeugt werden. War nur künstliche Intelligenz am Werk, gibt es keinen Copyright-Schutz nach US-Bundesrecht. Das stellt das zuständige Copyright Review Board erneut fest. Computer könnten, genau wie andere Maschinen oder Tiere, keine Werke im Sinne des US-Copyright-Gesetzes schaffen. Stephen Thaler, Eigentümer eines Computers, ist somit auch im dritten Anlauf gescheitert. Eine von seinem Computer erzeugte Darstellung namens A Recent Entrance to Paradise im Copyright-Register eintragen zu lassen. Das Internetkabel zwischen Tonga und der Außenwelt ist mehr als 5 Wochen nach dem verheerenden Vulkanausbruch wieder in Betrieb. Lokalen Medien zufolge können die Menschen auf der Hauptinsel Tongatapu und der Insel Ehua wieder Kontakt zu ihren Verwandten im Ausland aufnehmen oder online Nachrichten lesen. Die Reparatur der inländischen Unterseekabel steht allerdings noch aus. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de. Werbung. Mehr Komfort? Kein Problem. Lassen Sie sich von einem smarten Zuhause verwöhnen und überlassen Sie Homematic IP die lästige Arbeit. Mit der kostenlosen App automatisieren Sie ganz einfach und zuverlässig Heizung, Beleuchtung, Rollläden und viele andere Elektrogeräte. Egal ob Mieter oder Hausbesitzer, Neubau oder Sanierung, Homematic IP hat für jeden eine smarte Lösung parat. Mehr Informationen unter www.homematic-ip.com.